Trauringe und Verlobungsringe ist einfach ein Schwerpunkt, der sich ganz natürlich entwickelt hat, weil ja Niesing eben auch aus der Trauringschmiede kommt. Also die haben mit Trauringen angefangen und machen da auch ganz innovative Trauringe, also zum Beispiel Feingold-Trauringe, unlegiertes Gold, das aber wie im Grunde wie japanische Faltmesser von der Technik hergestellt wird und deshalb auch tragbar ist über viele Jahrzehnte. Dann Christian Bauer als Trauringhersteller. Das sind ein bisschen vielleicht die Juwelierigeren oder die gerne mit Brillantbesatz, aber Christian Bauer macht da auch ganz, ganz solides Handwerk. Zum Beispiel fassen sie alle Brillanten von Hand, es wird keiner maschinell gefasst. Dann haben sie so dieses Milgriff-Technik haben sie wieder neu belebt. Das gab es schon mal in der Belle Epoque. Das macht Christian Bauer, prägt das auch. Das wird nicht mitgegossen, das wird mit einem Rädchen geprägt. Das ist eine alte goldschmiedische Technik, die gar nicht mehr so viele Goldschmiede beherrschen. Also tolle Trauringmanufaktur mit ganz hochwertigen Trauringen. Dann machen auch meine kleineren Manufakturpartner wie die Angela Übel oder der Oliver Schmidt, die machen auch Trauringe, die einfach so in ihrem Konzept oder in ihrer Technik stattfinden und deshalb auch oft ganz ungewöhnlich sind. Also wenn jemand einen ungewöhnlichen Trauring sucht, dann findet er bei mir sicherlich auch was, als da einfach auch schwarze Trauringe gibt oder kleine Skulpturen an der Hand, die Trauringe sind. Also da gibt's. Oder der Epi, der Grasringe macht, das ist auch eine ganz, ganz alte Technik. Und da gibt es so vieles, ja, also was weit außerhalb vom Mainstream auch liegt. Das macht richtig Spaß.